Herzlich willkommen zu Grand Age Medieval mit mir im Taverno. Das ist eine neue Folge, wo es darum geht, Handelsabkommen abzuschliessen. Ich habe hier ganz minim schnell laufen, damit wir den Verlust aus der letzten Folge, wo wir hier das erste Handelsabkommen erwirtschaftet haben, wieder ein bisschen ausgeglichen ist. So gut wie Jetzt angekommen. schicke ich aber den Speer bereits am nächsten Ort hin, dass wir hier mit Thessaloniki können ein Handelsabkommen abschließen, weil ich habe mir nämlich gedacht, an diese Stadt, wir können eben immer nur einen Händler pro eigene Stadt haben. Und dass wir ja da ein bisschen Geld erwirtschaften, müssen wir ja handeln. Und da habe ich mir gedacht, wir erschließen diese Stadt noch nach Sofia und machen hier einen kleinen Kreisverkehr, geben dem Händler noch ein paar Wege mehr. Und durch das erhoffe ich mir da ein paar Zusatzeinnahmen und auch Zusatzgüter, wo wir in der Produktion noch nicht haben. Hier einen sieht man gerade ein Ereignis, fällt mir gerade auf. Hier ist irgendein Vulkan am Wüten. So Zeug passiert eben immer wieder. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass ein Sturm über der Stadt reingebrochen ist und durch das die Produktion eigentlich zusammengeht. Aber nichtsdestotrotz fahren wir hier jetzt weiter. Sobald das der hier nämlich die Strasse fertig gebaut haben, geben wir hier einen neuen in Auftrag. Wir können uns auch noch einen zweiten Bautrupp ausbilden, aber ich sehe gerade den Nutzen nicht ganz dahinter. Da ist ein Speer. Mit dem Benito Gobin sind wir ja seit der letzten Folge im Krieg. Darum habe ich meine Truppen hier zusammengezogen und schicke die eigentlich jetzt hier Ach, runter. Menno! Richtig, haben wir jetzt auch den Fehler gemacht, da habe ich ja gesagt habe, Produktion, 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 Produktion. Dass wir jetzt hier keinen Punkt haben, zum militärische stärkere Einheiten auszubilden. Also wir können nur mit unseren Landeiern gegen das, was kommt, antreten. Ich hoffe, das reicht. Wir werden es dann sehen. Gut, dann geben wir da mal ein bisschen Power hinter das Ganze. Respektive lassen wir Geschwindigkeit auf hoch laufen. Dann dem Händler geben wir da gerade noch zwei Kerne mehr mit. Hier bauen wir nämlich auch gerade noch Kerne aus. Wir haben noch gerade einen am Lager. Weil wir wollen ja Produktionsketten erhöhen. Um das geht es ja. Der Speer ist angekommen. Diplomatie. Gibt es Da noch haben wir schon etwas, das was wir... Transitabkommen. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Dann geben wir denen doch 10'000 Gold und fordern ein Handelsabkommen ein. Mal schauen, was sie sagt. Gut, Sie sagt, das machen wir gut, so so. soll es sein. Also, sehr schön. Dann Kein Ding. schicken wir den weiter. Dann sagen wir, hey, Kollege vom Bautrupp, bau unsere Straße von Thessaloniki nach Sofia. Wie macht er das? Ein Zack. schöner Weg. Das ist schon unglaublich, wie schnell es da ist. Und tut er doch bitte auch gerade ausbauen. Das nötige Kleingeld, ja, die 5'000, die haben wir für das. Hände aus den Perfekt. Taschen. Eigentlich hat man die Strasse noch erzählt. Das ist. Ja, nun. Der kann, hat ja auch gesund, die beiden kann hin und her laufen. Dann ist der ausgebaut. Dann geben wir dem nämlich eine neue Stadt hinzu. Zack. So, und jetzt verkehrt er zwischen Sofia. Von Sofia bringt er direkt Waren nach Dragoviste. Nimmt aber so viel Waren mehr mit, dass er die zweite Stadt auch noch bedienen kann. Und von da unten bringt er ja alles Güter, die wir ja eh schon haben, wieder zurück. Ich hoffe aber Schinken. Wobei, wenn die kein Salz haben, können sie auch keinen Schinken machen. Gut, soweit. Planungsmodus verlassen, der macht jetzt das. Hat 6 Wagen, ist schon ziemlich voll. Der bringt jetzt hier Wein. Und jetzt können wir eigentlich ganz schnell schauen. Wenn dann der, es geht im Moment, schnell ein bisschen spulen. Wenn dann der weiterfährt, jetzt hat er immer noch Wein und Ziegel dabei und Pfeil und etc. Und von da hat er natürlich jetzt schon wieder auch Waren drauf, die dann hier in Sofia wieder gewinnen gehen. Also der wird nicht all das hier unten verkaufen, denke ich jetzt, weil die nicht für alles Waren wollen annehmen. Wieder spulen, seht ihr, er hat wieder Pelz mitgenommen, er hat immer noch Wein dabei, er hat immer noch 2, 3 Tücher und Ziegel bringt er sogar wieder zurück auf Sofia. Interessanterweise fährt er hier durch, weil die Strassen ausgebaut sind. Aha, sehr schön. Also, jetzt machen wir hier schnell ein bisschen langsamer. Einfach auf dem Eis. Sagen dem auch wieder, gehen hier ausbauen. Und jetzt sagen wir, Wir bauen alles wir aus. müssen hier ein bisschen Diplomatie haben mit Athen. Da sind wir Ah, auf ich neutral. grüße euch. Gut. Als Bürgermeister dieser Stadt heiße ich euch bei uns willkommen und freue mich über eine gute Beziehung. Vielen Dank. Ich heiße dich auch herzlich willkommen und ich finde es schön, dass ich da bin. Gut, also, das Angebot Was unterbreiten. genau bietet ihr Wir bleiben mir? bei diesen Was wollt 10'000. ihr dafür haben?
und fordern ein Transitabkommen. Das Transitabkommen, wie es schon heisst, bedeutet eigentlich nur, dass unsere Händler und Truppen durch seine Stadt durch können reisen können und Verkehrswege brauchen. Die Händler fahren wirklich nur auf der Strasse und die Militäreinheiten können überall durchsauen, wo sie gerade wollen. Jetzt könnten wir einfach mal aus Spass mit unserer Militäreinheit und doch ein bisschen so viel laufen, mal schauen, was passiert. Einfach mal aus Lustig. Muss das sein? Vielleicht können wir auch hier rüber. Dann blockieren wir nämlich hier seine Handelsrouten und nehmen einen Güterweg. Das werde ich eigentlich schon mal grad schnell ausprobieren, ob das geht. Aber dass wir hier nicht mehr verlieren. Ach, Menno! Gehen wir hier runter. Vielleicht handelt ihr ja noch gar nicht. Mal, da kommt ein Speer. Jetzt gibt's Krieg. Was? So weit? Wieso, dass da nur eine Truppe nicht mehr in den Krieg geht? Wobei es wird jetzt schon beide Einheiten zählt. Jetzt kommt ein Händler. Jetzt kommt nochmal ein Speer. Oh nein. Und jetzt wird er nicht plündert. Sehr komisch. Muss das sein? Oh, jetzt. Landeier gegen Landeier. Wer hat mehr Landeier? Ich glaube, wir haben mehr Landeier. So sieht das aus. Jetzt kämpfen die hier die ganze Zeit. Und eigentlich wollte ich doch eigentlich nur hier die Wagen überfallen. Das war mein Ziel. Wir stecken immer noch fest in unserer Aufgabe, dem Händler nämlich mehr Waren zu geben. Das machen wir doch jetzt gerade, indem wir ihm 8 geben. 8 sind vernünftig. Und dann, wenn wir hier mit dem Bautrupp, der hier noch voll beschäftigt ist, gehen wir wieder aufs 3, dass hier auch etwas vorwärts geht. Und die hier noch voll beschäftigt ist, mit der Strasse ausbauen, noch abwarten. Ich werde dann eigentlich den hier noch eine Strasse durchziehen. Ich hoffe, das geht hier über das Bergli. Ich denke es zwar schon. In der Zwischenzeit machen wir hier doch noch ein Handelsabkommen. Was genau bietet ihr mir? 10.000 gegen ein Handelsabkommen. Warum sollte ich diesem Angebot zustimmen? Was genau bietet ihr? Sehr schön. Handelsabkommen auch mit dieser Stadt. Dann hätten wir sie. Jetzt kommt ein neues. Werter Leon, ich werde einen Agenten in eure Provinz schicken. Seine Mission ist sehr bedeutsam für die Zukunft des Reiches. Darum haltet sie unbedingt geheim. In Sofia angekommen, wird er euch neue Informationen über Banas Intrigen eröffnen. Ich vertraue darauf, dass ihr ihm sicheres Geleit und Unterkunft gewährt. Es soll nicht zu eurem Schaden sein. Ah, also wir müssen auch unter dir. Der Agent oder Spion oder was es auch immer ist, mit unseren Truppen abholen. Aber unsere Truppen sind doch jetzt gerade im Kampf. Vermögen wir noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Aber wir haben hier keinen Gewinn. Sieht gerade nicht so rosig aus. Was ist auch los? Wir sollten vielleicht noch etwas mehr produzieren. Ein bisschen mehr Honig, ein bisschen mehr Früchte. Wir haben hier gerade 2 in Auftrag. Was haben wir sonst noch gerade? Defizit. Getreide macht auch bald schlapp. Geben wir noch gerade einen Getreidehof in Auftrag. Was haben wir noch? Kohle, aber das ist alles nicht in dieser Stadt. Gut. Dann haben wir hier noch eine Kohlemine. Eine Bierbrauerei. Baumaterial sollte man ja genug haben. Bierbrauerei, da machen wir nur 1. Und eine Wolle habe ich gesehen. Und einen Honig machen wir 2. Oh. Machen wir 1. Und mir braucht es nämlich auch wieder Güter. Dann wird es demnächst denke ich, ein bisschen mehr Holz noch brauchen. Wir sind zwar noch gut unterwegs, aber es hat keinen. Gut. Abwarten. Bis der Bautrupp hier fertig ist, dann können wir die andere Handelsroute noch errichten. Und so wie es aussieht, werden wir den Kampf hier unten gewinnen, ziehen uns aber dann zurück, damit wir uns vorbereiten können, um hier den Spion nach Sofia zu eskortieren. Ich bin schon gespannt, was der zu melden hat. Jetzt spulen wir hier ein bisschen. Damit wir nicht so lange warten.
Da schauen wir diesen Landeier zu, wie sie aufeinander reinbrätschen. Mit was kämpfen die zu Dreschlegel? Irgendetwas in diese Richtung. Die Bautruppe ist fertig. Gut. Bitte bau uns eine Straße. Und zwar von Arta nach Thessaloniki. Ah, sehr schön. Passt. Sieht gut aus. Dann kannst du die gerade noch ausbauen. Passt. Packen wir es an. Dann sag du mir, wieso wir nur noch 79.000 haben. Passt nicht. Dann geben wir dir noch eine dritte Stadt hinzu. So. Und hoffen, dass das auch etwas bringt. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Wagen überfallen. Ah nein, wir sind immer noch im Kampf mit einem Speer. Gehen heim. Wir wollen jetzt gerade nicht mehr kämpfen. Gute Idee. Dass ihr aufgerüstet werdet und von da mit nach Sofia. Ja, jetzt ist es halt leider so, dass wir nicht mehr militärische Einheiten können zur Verfügung stellen. Die zwei müssen länger zum Spion zurückholen, weil langsam habe ich das Gefühl, wir machen da recht Minus. Warum denn? Produktionskosten sind so hoch. Der Handel macht 15.000 Minus, also da stimmt etwas grausam nicht. Das müssen wir jetzt mal in Ruhe anschauen. Welcher Handel macht denn Minus? Der macht Gewinn. Der zeigt auch, was er Gewinn erwirtschaftet. Das können wir nochmal anders anschauen. Über Chronik. Nein. 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 Bilanz. Nein. Irgendwo hat es eine Feister Handelsroute. Das habe ich gesucht, genau. Jetzt haben wir hier den Trumimovic, oder wie der gute Mann heisst. Der hat bis jetzt eine Gesamtwirtschaftung von 3.175 Gold. Also der würde eigentlich im Gewinn sich befinden. Der hier macht Minus. Und der fährt Arta. Gut, dann haben wir jetzt gerade mehr noch einen zusätzlichen Handelsposten in den Weg gelegt. Dann denke ich, dass das da auch wieder in den grünen Bereich wird kommen, weil er hat bis jetzt gute Bilanz erwirtschaftet. Da kann man eigentlich die Handelsroute kann man noch einstellen, ob sie allgemein wirtschaften oder nur auf Produktion. Das heisst, sie bevorzugen Produktionsgüter und schauen weniger, was die Zivilisation respektive Bevölkerung von der Stadt braucht. Da haben wir noch den Novica Juric, der ist auch gut im Gewinn erwirtschaften. Das ist sehr komisch. Also müssen wir eigentlich schauen, dass da dann Herr Novak wieder in den grünen Bereich kommt. Ja, ich denke es schon. Wir haben ja Güter. Und da haben wir alle Waren, die wir produzieren, die auch weitergeleitet werden können, außer Brot. Jetzt kann auch Brot weitergeleitet werden. Doch, wir machen das schon gut. Ist eigentlich alles richtig so weit. Militäreinheiten kosten halt recht Geld. Von das gehen wir jetzt mit diesen Landeier hier zur Holzhütte. So weit? Und jetzt können wir einfach schnell schauen, ob das immer noch so ist, wenn ich mir das vorstelle, gedacht habe, dass jetzt die gratis aufgerüstet werden. Zack. Trupp fragt, ob sie uns anschliessen können. 18 Männer willigen dankbar ein. Und somit haben wir wieder eine voll ausgerüstete Einheit. Ach, Menno. Dann müssen wir... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist noch fast ein bisschen früh. Da sollen wir hin? Jetzt haben wir ein Banditenlager. Oh, da. Aber das ist ein richtiges Banditenlager. Da müssen wir dann wirklich mit der guten Einheit hin, sonst nehmen wir nur Hohn und Spott. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich schauen, gut, es geht wieder aufwärts. Dass wir zuerst Stabilität von der Wirtschaft erreichen. Und erst und dann respektive eben das Reich noch ein bisschen ausbauen, damit wir glaub, die ein oder andere stärkere Einheit können aufstellen. Ich traue dieser Sache da nicht ganz. Wir produzieren garantiert immer noch zu wenig Brot und Honig. Ja, vor allem eigentlich viel zu wenig. Aber ich will jetzt hier nicht das Feld an euch Rohstoff. Also, dann müssen wir gar nicht erst weiter. Bei Krähen bauen, dann müssen wir zuerst weiter Honig in Krähen aufstellen. Da kommt kein Holz an, das heisst, wir haben zu wenig Holz, dann brauchen wir nämlich hier noch etwas mehr Holz. Nützt nicht, schadet es nicht. Es hat ja zwar schon ein Lager, aber für einen teuren Preis, dann nimmt er eben nicht so viel mit.
Gut. Auf welchen Rohstoff? Metallwaren. Ich verstehe nicht, wieso das gerade so schwach am Laufen ist. Metallwaren, gut, wir sind im Defizit. Da muss ich eigentlich gar nicht reklamieren. Ein bisschen fest vernachlässigt. Ja, dann tun wir doch das. Ist gerade gut zum sehen, was, wie es in Stocken kommt, wenn es nicht genug Güter hat. Und als man auch Minus macht, wenn man zu viel Güter produziert. Ist eigentlich jetzt wirklich gerade noch gut, dass das jetzt passiert ist. Da habe ich Truppen verteilt. Dann brauchen sie nicht von der gleichen Stadt Ressourcen. So, wir brauchen die und die für ein bisschen mehr. Das sieht man auch hier im Verbrauch. Dann hat es hier durch Soldaten. Die brauchen auch ein bisschen Holz. Die brauchen ein bisschen Ziegel, die brauchen ein bisschen Wein, die brauchen ein bisschen Kohle. Die brauchen Nahrung. Das ist zusätzlich. Und je mehr Truppen man natürlich in einer Stadt hat, desto höher ist der Verbrauch auch. Und wenn man jetzt viel Truppen in der Stadt hat und der Verbrauch von gewissen Gütern unter das, was angeliefert wird, sinkt, dann kann es dazu führen, dass der Wohlstand von der Stadt sinkt. Wie jetzt hier in Arta, da haben wir irgendwie zu wenig Metallwaren. Und auch sonst kommt da ein wenig Güter an. Darum, oder durch die Erweiterung von dem Ecke hier, hat er jetzt umso länger und bringt eben eigentlich immer noch zu wenig Material an, weil es zu wenig an Lager hat. Aber das ist schon gut. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei 130, also es geht. Wir haben das. Es war eine gute Idee gewesen, mit Thessaloniki und mit Constanta. Das noch drin reinnehmen. Was haben wir eigentlich hier noch leuchtend? Da haben wir noch einen Warenhaufen. Den gehen wir aber garantiert schnell mit unserem Speer ersperren. So gut wie angekommen. Schauen, was wir da drinnen haben. Da ist eine Ruine. Die gehen wir eben auch noch nicht hin. Da ist nämlich auch eine Ruine. Wir haben Kohle gefunden. Danke vielmals. Und bei den Ruinen sind ja Tiere, bis jetzt immer gewesen. Also, wenn wir die Tiere mal Tiere sein. Da könnt ihr eigentlich unsere Speer mal abschicken. Mal schauen, ob wir da schon Informationen können zusammentragen, wie es hier aussieht. Ich will hier wirklich die Stadt schnell, die Wirtschaft so weit ausbauen, dass es hier wieder am Laufen ist. Ihr habt einfach eindeutig zu wenig Metallwaren. Dann produziert doch bitte gerade nochmal einen. Damit da wirklich genug Metallwaren abbekommen. Und durch das, dass ihr bis 3 gefahren wird die Produktion in Stocken kommen. Und das ist schlecht, weil Metallwaren, die brauchen wir wirklich. Metallwaren brauchen wir. Brauchen wir einfach. Für alles, für jedes erweiterte Gebäude, für Straßenausbau, die sind wichtig. Reparaturen, für alles. Aber irgendwie will es gerade nicht so, hä? Aber, Entschuldigung. Kann man ja die Hand abreißen hier am Bürostuhl. Ich will noch ein bisschen näher rennen. Ich wollte aber nur nicht gerade den Trigger auslösen. Dass die meint, ich sei jetzt da mit dem Speer da und ich kann ihm helfen. Mit hinterkommen. Ah, da ist Odessa. Hier ist der so Barnabas daheim. Ja, dann schauen wir doch hier gerade noch ein bisschen, weil der hier für uns auch noch etwas rum hat. So Obelisk. Gut wie angekommen. Gang zum Obelisk. Goldschatz, 20.000. Auf Gang ein bisschen mehr sein. Liegt in der Nähe. Du darfst wirklich gern immer ein bisschen so gut wie angekommen. Ich werde hier noch ein bisschen weiter Land aufdecken. Liegt in der Nähe. Ich werde mir überlegen, ob es noch Sinn macht, einen neuen Siedler auszubilden, einfach so, ohne dass uns jemand etwas sagt. Und den irgendwo in die Region hier oben schicken. Was meint ihr? Ich glaube, das ist eine gute Idee mit dem Siedler. Den produzieren wir doch jetzt gerade noch. Wobei, wir müssen schon schauen, wenn wir noch eine dritte normale Stadt bauen, brauchen wir noch mehr Güter, brauchen wir noch mehr. Und bevor wir das machen, sollten wir da schon wieder. Ja, jetzt füllt es sich langsam wieder, das ist nicht schlecht. Metallwaren sind wir auch wieder ein bisschen im Plus. Ich hoffe, der bringt auch etwas mit. Ja, 24, das reicht natürlich bei weitem nicht. Nicht so mehrere Wochen da können, damit zu wirtschaften. Das ist eben der Grund. Aber es ist genau da, wo denen fehlt. Wir haben wieder Aufschwung. Das ist genau da. Wenn wir hier noch gerade eine Kohlemine setzen. Ja, wir setzen hier gerade noch Kohlemine rein. Das sind vernünftig. So, der, was fehlt der da?
Rohstoff immer noch und Bauwaren. Bauwaren sind die Metallwaren. Und die Metallwaren kommen nicht weiter. Das ist eben jetzt auch wieder das Problem, denke ich. Der produziert genauso viel Metallwaren, dass es die Stadt hier erreicht und von da geht nicht mehr weiter. Dafür bringt die Stadt Schinken und Fisch. Ist sicher auch nicht leid. Sicher auch nicht leid. Aber ich werde jetzt hier wirklich sagen, wir müssen hier unbedingt unsere Produktionskette nochmal ein bisschen steigern. Lieber ein bisschen zu viel haben vor allem, als eins zu wenig. Getreide sind wir ja eh knapp dran. Also komm, hau rein. Früchte haben wir genug, Metallwaren kommen, hauen noch gerade einen rein. So. Dann hier. Bring da bitte noch zwei von denen, dass wir genug Honig haben. Bei der Wolle sind wir auch noch ein bisschen hinten noch. Wir haben sogar gerade genug Material. Also mit dem Ausbau, hoffe ich, reicht es, dass hier endlich Brot produziert wird. Und dann haben wir doch schon eine massiv stabilere Wirtschaftskette. Und das Reich wird auch ein bisschen wachsen dadurch. Dann müssen wir doch hier noch mal ein bisschen spulen. Vielleicht erleben wir es ja noch. Als die Stadt gerade erweitert wird. Dann könnten wir noch gerade schnell hineinschauen, da, was wir hier für Gebäude haben. Wir haben nämlich eben den Gasthof, den habe ich in Sofia schon gebaut. Hier können wir Händler, Siegler und Bautrupps ausbilden. Dann haben wir Kapellen. Die führt dazu, dass die Stadt mehr als 3000 Bürger aufnehmen kann. Da werden wir dann bei der einen oder anderen Stadt demnächst eine errichten müssen, wenn wir sie noch vergrößern wollen. Dann haben wir Kasernen, das ist für die Truppenausbildung. Allerhand. Muss dann eigentlich immer wieder erweitern. Das Depot ist eben zum Waren annehmen, die weitergereicht werden. Das Kontor ist das interne Stadtlager, wo der Verkauf darüber stattfindet. Plus auch Verteidigungsmöglichkeiten für die Stadt. Dann haben wir das Kloster, das führt eigentlich nur dazu, dass sich die freie Arbeitskräfte in der Stadt verdoppeln und die Tour der Seuchen massiv verkürzt wird. Dann haben wir den Bauhof, der verkürzt nur das Bauvorhaben. Immer, und ich glaube, den kann man dann auch noch weiter ausbauen, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir dann schauen, wenn wir mal einen gebaut haben. Und dann einfach, wenn wir der Straße, aber den müsste ich ganz am Anfang bauen, habe ich das Gefühl, dass er sich wirklich raushält. Auch Betrieb, den man baut, geht er da schneller. Und dann haben wir eine Statue, für da müssen wir 10'000 Bürger zuerst mal in der Stadt haben. Die kann man, mit denen kann man so zusagen, ein Buffs für die Stadt erreichen. Ein bisschen Schutz etc. Ja, ich glaube, mit dieser kleinen Erklärung über Gebäude verabschiede ich mich auch mal aus dieser Folge, weil es dauert dann hier noch einen Moment, bis wir die Soldaten hier beschicken. Ich bin wirklich der Meinung, es sind zu wenige Einheiten. Falls ihr anderer Meinung seid, dürft ihr das ruhig in den Kommentaren schreiben und sagen, hey, bist doch nicht so ein Weichei, schick jetzt die Truppe dort hin, wird schon gut kommen. Wahrscheinlich habt ihr recht und ich werde es in der nächsten Folge dann auch gerade machen. Ich muss hier noch mal schnell ein paar ruhige Minuten haben und darüber nachdenken. Also, dann sage ich danke vielmals fürs Zuschauen und hey, es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heisst, Taverno spielt Grand Ace Medieval. Bis dann, ciao.